Vielleicht noch eine kleine Information zur schon angesprochenen Petition. Das war auch nicht so ganz zutreffend, wie Sie das gesagt haben. Ich bin mit im Petitionsausschuss und es ist so, dass die Petition ja sehr erfolgreich war. 134.000. Wie wir alle wissen, haben wir jetzt erstmal Wahlkampf und deshalb tagt der Petitionsausschuss auch nicht. Aber die Petition ist nicht behandelt worden, sondern sie wird natürlich dann behandelt, wenn dann der Bundestag wieder zusammentritt. Also die Grenze ist 50.000, da die ja locker überschritten wurde, wird es selbstverständlich auch eine offizielle Anhörung geben, das heißt eine öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses. Von daher möchte ich jetzt einfach nicht diesen Pessimismus bezüglich der Petition verbreiten. Das ist eine Sache gewesen, die unter Rot-Grün zum Beispiel eingeführt wurde, dass es jetzt möglich ist, Online-Petitionen zu stellen. Sonst wäre das jetzt gar nicht möglich gewesen. Wenn das nach den Konservativen gegangen wäre, hätten Sie und ihr alle immer noch fleißig handschriftlich oder am Computer Briefe schreiben dürfen.